Guten Morgen und willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Es ist Tag Donnerstag, Freitag, Sonntag, Tag 4 im Urlaub. Und ich habe euch ja einen Vlog schon zusammengeschnitten. Und ich muss wirklich sagen, der letzte Vlog gefiel mir jetzt nicht so. Also ich habe einfach zu wenig mit euch gesprochen, sag ich mal. Ja, es ist einfach total schwierig, weil wir so viel unternehmen. Und ja, meine Familie und so auch dabei ist und die wollen auch alle nicht gefilmt werden. Das ist immer ganz, ganz schwierig und dementsprechend ja, kommt der Vlog leider so. Ich werde euch versprechen, bei diesem versuche ich es anders zu machen. Also bleibt dran, ihr werdet es sehen. Und ja, ich war gerade duschen, wie ihr seht und bin jetzt allein zu Hause. Also ich bin jetzt gerade allein, die anderen sind nämlich gerade einkaufen. Kauft ein paar Brötchen und ein bisschen was zu essen. Das Gute ist ja, heute ist Sonntag und die Läden haben hier bei uns auf. Das heißt, die können gut schön einkaufen gehen. Genau, das wollte ich gerade mal gucken, wie spät es ist. Die Hunde sind auch hier und die Kleine schläft gerade. Deswegen bin ich auch zu Hause, weil ich dann die Kleine aufpassen kann, wenn sie schläft. Dann muss ich sie nicht extra wecken und die Hunde sind eben auch hier und dann passe ich ein bisschen auf die Hunde auf. Ja, ich habe jetzt einen Auftrag bekommen, hier einmal aufzuräumen und den Tisch mal abzuwischen und schon Tisch zu decken für den Frühstück gleich. Und wollte auch noch drinnen ein bisschen aufräumen. Hier ist ja unser Wohnwagen und wir sind ja campen mit Leike vermisst ihre Mama. Was ist denn los, Leike? Ich bin noch da. Hier unten sitzt sie. Ja, also wir sind ja campen mit unserem eigenen Wohnwagen hier. Und wir haben jetzt hier gestern das Vorzelt noch aufgebaut. Und hier hat die Kleine sogar ihre Federwiege. Und wir haben hier auch eine Wäscheleine und so. Ja, aber das ist so unser Vorzelt. Da hinten haben wir so eine kleine Kochecke und hier essen wir eben immer. Und dann haben wir hier halt unseren Wohnwagen. Der sieht ziemlich chaotisch aus, weil wir eben 6 oder 7 Leute sind auf 10 Quadratmetern. Vielleicht, na gut, lass es ein bisschen mehr sein, lass es 14 Quadratmeter sein. So, es sind sogar ein bisschen mehr als 14 Quadratmeter, aber ist ja auch egal. Also, hier oben hat meine Schwester ihre Schleichtiere und hier schlafen die Kinder. Das wollte ich jetzt gleich mal alles aufräumen, die sind nämlich gerade erst aufgestanden. Und ich habe mit Lia hier mein Bett. Das wollte ich jetzt auch mal aufräumen. Hier ist jetzt Dreckwäsche, also das ist Wäsche von Lia und ich war gerade duschen, das ist alles noch die Dreckwäsche, das wollte ich gleich noch wegräumen. Kaffeemaschine und, Leute, ich will dir mal was zeigen. Hier sind oben unsere Schränke und, oh, da kommen mir schon die Windeln entgegen. Das hier ist alles Baby, ne, also wirklich alles Baby. Baby. Und hier ist auch noch ein bisschen Baby. Und ich habe dieses kleine Stück. Also ihr seht, Baby hat uns hier voll im Griff. Ja. Und hier habe ich einmal so Bodies und Overalls, noch mehr Bodies, Hosen, kurze Hosen, Socken, Mützen, Strampler, Badeanzug, Decken, Handtücher, Jacken, Milchnahrung, falls sie irgendwie nicht an die Brust wollen würde oder was der Geier. Stilleinlagen, alles zum Wickeln hier. Auch hier wickeln wir mit Wasser und Tüchern. Hier sind noch Mützen, Halstücher, ihr Schlafsack und ihre Schildkröte. Genau, das haben wir alles dabei. Bis jetzt sind wir auch sehr, sehr gut gefahren mit allen Sachen. Achso, meine Milchpumpe habe ich übrigens auch noch dabei. Die habe ich da unten. Also bis jetzt haben wir wirklich nur jeden Tag einen Body gebraucht. Außer gestern, glaube ich, haben wir 2 gebraucht. Also bis jetzt echt richtig, richtig gut. Ich bin echt total begeistert. Die Kleine hat auch noch ihre eigene kleine Kulturtasche hier. Da sind ein paar Medikamente und Nagelschere, Fieberthermometer und so drin. Das haben wir hier. Auch ihre Babycreme. Genau. So, und jetzt wollte ich jetzt hier eben kurz noch aufräumen, einmal alles frisch machen. Übrigens, warum ich so aussehe. Wie gesagt, ich habe gerade geduscht und mein Gesicht auch mal richtig gereinigt. Genau, und hier hinten schlafen meine Eltern. Auch das wollte ich gleich einmal aufräumen. Ja. Und das Geräusch ist hier unsere Kühlung. So, jetzt habe ich euch, glaube ich, genug vollgelabert, aber ich wollte jetzt einfach mal zeigen, wie wir hier so hausen, weil ich glaube, das ist auch sehr interessant für euch. Weil viele wissen ja auch gar nicht, wie wir Urlaub machen. Also, wir sind echt leidenschaftliche Camper. Also, wir campen so schon seit 5 Jahren, jetzt fast 6 Jahre. Und wir lieben das einfach. Und jetzt haben wir uns eben einen eigenen Wohnwagen gekauft und
Können immer überall hin, wo wir hinwollen. Mein nächstes Ziel ist ja Kroatien oder so, mal richtig weit weg. Ja, mal gucken. Kinderwagen haben wir übrigens auch dabei. Der steht hier, das ist unser Jules, mit dem Cybex oben drauf. Der Cybex aber in Liegeposition hier. Genau. Den haben wir jetzt auch schon öfters gebraucht. Was ich aber auch immer dabei habe, ist unsere Trage. So, und jetzt habe ich euch wirklich voll gelabert, 5 Minuten hier schon. Ich werde mir jetzt mal an den Tisch machen. Ja, ich habe hier schon angefangen. Wir haben nämlich hier so, eigentlich sind das so Tapeziertische, ne? Aber wir wollten jetzt keinen teuren Campingtisch für 30 € kaufen, wenn der genauso aussieht wie so ein Tapeziertisch. Und dementsprechend habe ich zu meinem Vater gesagt, hier, bevor du so einen teuren Tisch kaufst, nehmen wir doch einfach diese mit. Dann haben wir 3 Stück, diese 3 Meter. Und das reicht doch locker. Hier essen wir jetzt immer. Das passt immer ganz gut. So. Hunde habe ich übrigens gerade auch schon gefüttert. Da fragen immer viele, was die kriegen. Wir haben hier dieses Nassfutter. Das ist mit 70% Fleisch. Und das finden die auch richtig lecker und vertragen sie auch sehr, sehr gut. Das teilen die beiden sich immer. Genau, das habe ich jetzt gerade ein bisschen was gegeben, weil die Laika. Der Nasko hat den Teller schon was leer gegessen, aber die Leica heult immer noch meiner Mutter hinterher. Oh. Ja, mal gucken, wann sie was essen möchte. Sieht übrigens aus hier, ne? Ich mache das jetzt alles ordentlich, bitte Leute. Schreibt keine bösen Kommentare, aber wir haben gestern erst hier das Vorzelt aufgebaut und das ist echt sehr kompliziert, das hier irgendwie alles so einzurichten. Mein Schatz. Sieht übrigens einen Overall an. Von H&M ist der. Hast du einen Overall an, mein Schatz? Ja. Oh, sie lacht. Und das hier ist unser Ewan. Den wollte ich euch sowieso mal zeigen. Also, das hier ist der Ewan. Und Ewan ist sowas wie ein Maihami. Ich glaube, Maihami kennen einige. Das sind einfach Tiere, die so ein Geräusch machen, so wie dieses hier. Genau. Und sie liebt diesen Ewan. Also der ist bei uns überall dabei. Man kann ihn hier so schön überall ranklipsen. Und erstens sieht er super süß aus. Und zweitens hat er hier noch ein super süßes Licht. Das ist abends total schön. Das ist so rot. Dass wenn man den halt ausmacht, dann geht es auch aus. Nach kurzer Zeit, genau jetzt. Und genau, man kann einfach auf den Bauch drücken. Der macht ja diese Geräusche. Da gibt es aber noch 4 andere Geräusche, die er machen kann. Und wenn ich merke, sie ist müde, dann lege ich den einfach zu ihr mit dem Geräusch und sie pennt innerhalb von 2 Sekunden, schläft sie ein. Das ist wirklich genial. Und was er auch hat, wenn das Baby aufwacht und Geräusche macht, springt er von allein wieder an. Das finde ich auch sehr praktisch. Genau. Aber wirklich, wir lieben den. Der ist wirklich total toll. Ich verlege euch damit in den Infobox. Oh ja. Yeah. Hier ist dein Ewan wieder. Eigentlich hängen wir den immer hier an die Seite, aber sie hat vorhin damit noch so ein bisschen rumgespielt, deswegen haben wir den jetzt auf ihren Bauch gelegt. Ne, lag er bei dir, der Ivan, ihr? Ich habe auch noch einen anderen Namen, aber den darfst du später selbst entscheiden. Solange die Kleine nicht aufwacht, kann ich hier noch ein bisschen weitermachen, weil sie ist ja anscheinend noch ruhig. Deswegen kann ich hier noch ein bisschen putzen. Ich wollte auch gleich nochmal den Staubsauger ausprobieren. Wir haben so einen Staubsauger dabei. Aber niemand weiß, ob der funktioniert. So, hier wurde jetzt jemand frisch gestillt. Und jetzt gibt es eine frische Pempi. Ne, es gibt eine frische Pempi. Wie gesagt, wir wickeln auch hier mit Wasser und diesen Wattepads hier. Genau. Geht auch im Urlaub. Ne? Muss man mal ein bisschen öfters Wasser holen, weil wir hier nicht vor Ort einen Wasseranschluss haben. Aber das ist gar kein Problem. So, da hat sie sich vollgespuckert. Die Folge gesprochen. Ich habe noch gar nichts geschafft hier, weil ich jetzt, wie gesagt, stillen musste erstmal und Felix mich gerade noch angerufen hat. Ja! Er hat nämlich was gekauft für uns, was ich euch zeige, wenn wir zu Hause sind. Und da haben wir jetzt gerade ein bisschen telefoniert und ein bisschen besprochen. Und es ist auch schon 10:30. So,
Eine Prinzessin Bambi wie die Prinzessin, ne? Eine Prinzessin Bambi wie die Prinzessin. Aurora wieder an, Mimi? Okay, ey, du. Du Strabbler. Hm? Du Strabbler. Ja, erzähl mal. Hm? Erzähl mal, mein Dad. Erzähl mal, mein Dad. So. So. Ja. Ja. Ich dreh dich rum hier. Und wieder zurück. Wir sind gerade am Wasser. Ja. Ist gleich Ebbe, Marvin. Können wir gleich reingehen? Haut jetzt ab hier. Seht ihr das? Das Wasser geht jetzt langsam. Guten Morgen, meine Lieben. Ich wollte mich auch mal bei euch melden. Ich habe gerade Sport gemacht, wie ihr gesehen habt. Und dementsprechend fühle ich mich auch gerade. Heute ist es so heiß. Ich bin so froh, wenn wir gleich ans Meer fahren. Also gehen. Und ja. Gestern waren wir ja Wattwandern. Habe ich euch ja so ein bisschen gezeigt. Der Sonnenuntergang war so schön. Wir haben ihn endlich erlebt. Ja, und jetzt habe ich, wie gesagt, gerade Sport gemacht. Wie jeden Tag hier auf dem Campingplatz mache ich Sport. Und die sind gerade alle abwaschen und die Kleine schläft noch, macht ihren Mittagsschlaf. Und ich werde jetzt hier gleich wieder ein bisschen aufräumen. Mein Bett ist nämlich so ein bisschen katastrophal, würde ich sagen. Ja, und dann werde ich mich aber gleich noch frisch machen, Haare kämmen und so. Und dann kommt nachher auch schon das Schwester, also meine Schwester kommt, macht jetzt auch nochmal eine Woche mit uns Urlaub. Sie hat nämlich jetzt erst Urlaub bekommen von der Arbeit aus und deswegen macht sie jetzt noch den Rest mit uns zusammen Urlaub. Die kommt jetzt nachher. Und dann, genau, denke ich, fahren wir gleich an den Strand und werden ein bisschen baden gehen. Ich habe mir gestern noch einen neuen Badeanzug gekauft, den kann ich euch auch nochmal zeigen. So sieht der aus. Eigentlich bin ich nicht so der Badeanzug-Typ, aber ich fand den so schön, dass ich den einfach mitnehmen musste. Genau, so sieht der aus. Dunkelblau-weiß gestreift, passt zum Urlaub, so ganz maritim. Und genau, den habe ich jetzt gestern noch gekauft. Ich denke, den werde ich auch gleich anziehen. Obwohl ich, wie gesagt, eigentlich der Bikini-Mensch bin, aber den fand ich so schön.